Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, beim letzten Mal haben wir ja hier unsere schöne Fackel errichtet, unsere Wartungsfackel, die jetzt unsere Wartung ein bisschen senken sollte. Und wir haben das Schiff hier auf Wasserstoff umgestellt. Jawohl, und ist natürlich auch alles schon verkabelt, bedeutet, das sollte alles gut klappen. Wir haben jetzt bloß das Problem, dass wir zu wenig, dass wir zu wenig Schwefel haben aktuell. I don't know how this happened. Wir haben auf jeden Fall viel zu wenig Schwefel aktuell für den Auftrag. Was natürlich dazu führt auch, dass wir viel zu wenig alles Mögliche haben. Erstaunlich finde ich, dass hier nichts rausgeht. Das finde ich gerade sehr erstaunlich. Spannend. Okay. Aber da... Arsche, jetzt tut er wieder nachfüllen, okay. Reicht es, dass du voll wirst? Ich hoffe es doch. Ich hab einmal noch. Ja, komm. Dann liefert mir nämlich wieder schönen Schlamm. Oh, ich liebe Schlamm. In dem Spiel liebe ich Schlamm, ich sag's euch. Hier sind wir auch schon fleißig am Arbeiten. Wir bauen hier gerade um. Stück für Stück die ganzen Arbeitsflächen werden hier umgebaut und erweitert. Müssen die Kollegen eigentlich noch nie? Ich habe das auch umgestellt. Das steht jetzt alles hier vorne, ja. Und wir arbeiten währenddessen hier auch die ganzen Arbeitsflächen komplett um. Also wird wirklich alles Stück für Stück gerade umgebaut. Damit einfach auch die Möglichkeiten sich hier erweitern, die wir hatten. Denn rein theoretisch wäre hier irgendwo ein guter Platz auch für einen Recyclingplatz. Weil ich habe den immer noch im Kopf, bloß ich habe bis jetzt noch keine wirkliche Zeit gehabt, den zu errichten. Beziehungsweise keinen wirklichen Platz gehabt eigentlich auch. So, ich bin mal gespannt, wenn das Schiff zurückkommt. Wie läuft's hier? Weil hier sollte ja auch noch eine Anlage hinkommen. Aber schaut eigentlich sehr gut aus. Grundsätzlich schaut es hier schon sehr, sehr gut aus. So wie ich das sehe, wird auch Kraftstoff wieder mehr. Was natürlich eine schöne Ansicht ist am Ende, weil mehr Kraftstoff ist immer gut, ne? Mehr Kraftstoff ist eigentlich immer gut. So, wie schaut es hier grundsätzlich aus? Wir haben wohl ein Maisproblem, meine Freunde. Ich hätte es nicht erwartet, aber wir haben ein Maisproblem. Wir haben jetzt Ethanol. Ich mag mal gucken, was ich nochmal aus Maisbrei alles machen kann. Maisbrei. So. Maisbrei ist eigentlich nur zu Ethanol und Ethanol kann ich mit Schwefel zu Gummi machen. Oder halt hier zu dem Zeug, genau, mit Speiseöl könnte ich das zu Diesel machen. Okay, mit Chlor zu Kunststoff. Wäre natürlich auch eine Variante zu schauen, dass wir irgendwo eine Fläche bauen, auf der wir nur Mais anbauen und dann draus sozusagen eine billige Plastikproduktion bzw. Treibstoffproduktion machen. Aber wir wollen ja rein theoretisch auf Alternativrohstoff umstellen. Was ich aber eigentlich sehen wollte, ist, dass hier ich nichts einstellen kann mäßig, ich krieg da andere Ressourcen raus. Also Ethanol ist wirklich eher einseitig zu verwenden. Das mit dem Schwefel stört mich noch ein bisschen, weil Schwefel bräuchte ich halt echt noch mit Schwefel. Jetzt ist das eine Mal, dass ich viel Schwefel habe und ich kriege keinen Schwefel her. Eigentlich müsste ich das mit der Abgaswäscherei irgendwie hinkriegen. Das wandle ich natürlich auch gleich wieder in Säure um, weil ich die Säure auch brauche. Ha, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich euch nicht angeschlossen. Ach doch, warte mal, hier kommt was anderes raus. Was kommt denn hier nochmal raus? Wait mal. Also nehmen wir, dass wir zu viel geschmolzenes Eisen eigentlich haben. Aber wir könnten rein theoretisch alle umstellen, ne? Dann wäre mein Kohleverbrauch nahe null. Für was brauche ich denn noch Kohle? Wohin fließt bei uns noch Kohle? Zu euch beiden? Kann ich sonst Kohle aus dem kompletten System rausschmeißen?
Das sind meine einzigen Kohleecken? Vielleicht sollte ich mich doch echt mal darauf konzentrieren. Weißt du was, das machen wir jetzt. Wir tun jetzt... Stahl schaut ja auch aktuell eigentlich ganz gut aus, ne? Aber wie war das? Die machen nicht mehr... Hoppala. Sondern die machen das eigentlich nur anders, ne? Darf ich mal anmerken? Seht ihr das? Mein Mikrofon wackelt. Ich muss wieder das Ding hier irgendwie festschrauben. Ich brauche dafür irgendein Gummiding oder sowas noch. Du machst 48, du machst auch 48. Halt auf andere Weise. Bedeutet, wir bauen dich ab, dich ab, dich ab, dich ab. Weg, weg, weg und weg. Dann gehen wir auf Kopieren. Wait, hä? Nee, passt schon, ne? Nee, hier passt irgendwas gar nicht. Warte mal. Bin gerade verwirrt. Warte. Anschluss hier. Und warum geht der Anschluss nach da drüben? Der Anschluss ist die ganze Zeit hier drüben. Oder ist es, weil ich das hier... Oh, don't tell me. Also, du passt. Du passt auch. Du passt auch. Dich muss ich flippen. Und jetzt habe ich da ein anderes Problem mit dem... Warum? Was schicke ich hier eigentlich lang? Sauerstoff. Für die Anlage. Also es hat einen Grund, warum es da ist. Aber ich könnte ja eigentlich dich hier abreißen. Neben der Kohle, die hier lang läuft. Wo geht die Kohle hin? Kohle, I find you. Schalten wir mal unsere komplette Kohleübersicht hier aus. Bin mal gespannt, wie darauf das reagiert. Oh Gott, da muss ich ja hier irgendwo das rausholen. Oh. Achso, ich wollte eigentlich dich auch abreißen, ne? Genau, damit ich... Was für eine Rohrleitung bist du? Warte mal. Rohrleitung 2. Und jetzt, was habe ich denn da oben verbaut? Flaches Förderband 2 eigentlich überall hin, ne? Flaches Förderband 2. Ach du Himmelhilfe.
Also ist das die beste Variante, die ihr mir geben könnt, oder was? Meinetwegen. Achso, warte mal, ihr braucht noch alle Schornsteine fürs Erste. Weil ihr qualmt, ja, da war was. Das sind ja alles so kleine Qualmer, die müssen direkt mal angeschlossen werden. Ach wait, die brauchen noch eine Wasseranschlüsse, da war was, warte mal. Rohrleitung 2. Alter Verwalter. Zum Glück ist hier mittlerweile relativ viel standardisiert. Dadurch ist es immer ein gleicher Anschluss. Wenn es jetzt immer unterschiedlich wäre, würde ich gleich einen Anfall kriegen. So, jetzt fließt hier das Wasser. So, alle liefern wieder ganz schön ihr Zeug. Und wir haben diesmal halt Graphit verbraucht, anstatt irgendetwas anderem. Was natürlich sehr, sehr schön zu sehen ist, dass Graphit hier rausgeht. Anstatt dem Rest, weil... Ah, wir haben ja noch den hier unten. Stimmt, den gab's auch noch. Ich muss diese Abgaswaschanlage irgendwo anders hin platzieren. Aber hey, langsam kriegen wir wenigstens die Fläche. Ist der durch? Ah ja, echt? Jetzt sind die Abgrabearbeiten fertig. Ich glaube, ich spinne. Grabt so viel ab wie möglich. Wie schaut es mit dem Sandlager aus? Ja, es geht. Also wir graben uns hier durch, aber es wird halt dauern einfach, ne? Ich glaube, die Tankstelle müssen wir vor allem umplatzieren. Irgendwo, wo es ein bisschen sicherer ist, kommt die jetzt hin. Tankstelle, Tankstelle, Tankstelle. Tankstelle 2. Mit einem kleinen Flüssigkeitsspeicher direkt hier dran. Der auf Diesel ist, der halb voll sein soll. So. Und dann setzen wir dich hier raus. Du kriegst dafür hier einen Auftrag hin. Und euch beide reißen wir ab. Schon haben wir hier eine neue Tankstelle. Und Stück für Stück verschwinden die ganzen ekligen Ecken hier daher. Es ist halt echt einfach viel. Aber ich glaube, hier drunter ist auch Sand. Kann das sein? Aber lustig, jetzt zeigt mir zum Beispiel nur das an. Ja, da wird bestimmt noch gleich Kraftstoff geliefert. Keine Sorge. Würde ich mir keine Sorgen drum machen. Der Kollege fährt hier eh fleißig rum. Ja, Scherle liefert schon. Super. Ich muss gerade schauen. Ich glaube, ich habe so weit geschafft, dass ich halt nichts mehr aus dem Mais durchkriege. Jetzt muss der Kollege hier ordentlich nachsetzen. Wie schaut es denn hier eigentlich mit der Produktion aus? Wo waren die hier?
Medizinische Produkte haben wir genug auf Lager. Wie schaut es im Krankenhaus aus? Krieg doppelt medizinische Produkte, bitte. Nachfüllen das Ganze. Nachfüllen. Je mehr wir hier rauskriegen, desto besser ist es. Hier kommen die ersten, Hauptsache so erste Teile raus. So. Schön, dass das nachläuft. Wenn ich mir das anschaue, oh, schau dir das an. So viel auf Lager, das ist schön zu sehen. Das heißt, die neue Anlage funktioniert und das ist grandios. Das ist wirklich grandios. Wenn es so gut funktioniert, Gold habe ich gleich von Anfang an sehr überdimensioniert. Das war schon übel. So, die Kollegen sind schon wieder so weit, dass sie fertig sind. Aber, Leute, ich kann es euch sagen, wie es ist. Ihr kriegt mal einen neuen Arbeitsbereich. Und zwar legen wir jetzt bis... Also das bleibt alles so, wie es ist. Dich flippen wir und setzen auf... Der Rest wird auch planiert. Weg damit, Jungs. Einfach... Weg damit. Stück für Stück tun wir jetzt das Ganze ablagern und weggraben. Dann wird die neue Straße hier auch sauber. Und somit werden wir jetzt hoffentlich auch alles soweit verkippen können. Die Kollegen verkippen hier hinten noch. Was für ein Turm bist du jetzt nochmal? Die gehört die Area. Dann habe ich das da dran angebunden. Dann kann ich dich hier abreißen. Weg mit der Area. Ah, schön. Schön, schön. Wasserressource wird noch schon wieder. Achso, ich habe mir zum Dauerpumpen verurteilt, ne? Aber rein theoretisch müssten wir hier gut nachkommen, oder? So wie es ausschaut, schon. Schaut auf jeden Fall sehr stabil aus aktuell. Schaut sehr stabil aus. Forschung läuft langsam und steady. Wir haben bloß mittlerweile... Oh, das könnte natürlich heißen, dass die Lager jetzt langsam leer werden, ne? Ich brauche einen Weg mit Schwefel, ganz ehrlich. So, warte mal, wo ist das Problem aktuell? Dass sich CO2 staut. Oh, weil wir so viel von den Graphit-Dingern haben. Das ist ungut. Kann ich mit CO2 noch was machen? Schauen wir mal. CO2. Nee, Kohlenstoff heißt es ja. Kohlen. Vergiss immer, dass ich Kohlendioxid hier was noch. Kann es verpulvern, ein paar pulvern. Ich kann es in den Gasinjektor reinschmeißen. Oder mit Wasserstoff zu Brenngas umwandeln und damit Wasser auch noch mit erzeugen. Oder halt in Graphit. Was war das denn? Import oder Exportroute?
Einfach exportieren, mein Freund. Das würde das. Sollte jetzt wieder leer gehen und sie sollten jetzt wieder hier anfangen, das Ganze rauszupusten. Sollte natürlich unsere Gesundheit jetzt auch wieder fördern und vor allem auch den ganzen Throughput, den wir hier haben. Wie schaut es mit der Energie aus? Immer noch sehr stabil. Obwohl wir jetzt so gut wie alle Kohle natürlich hier durchgeschleust haben. Ne? Das muss man sich geben. Wer fasst die ganze Kohle jetzt einfach rausgeschmissen? Den größten Verbraucher und alles. Wait, habt ihr ihm jetzt einfach den Weg so halb kaputt gemacht und dann so, oh, nö, du, ich mache jetzt woanders weiter? Leute, das ist nicht professionell. Kann es sein, dass hier gerade die Lieferungen ein bisschen schwankend sind? Sollte nicht sein, so wie es ausschaut. Oh, Wasserstofftankstellen, ich liebe sie! Na, schau, da unten haben die ersten schon verkippt, das finde ich schön. Gott, die Menge, die wir hier abgraben. Ist halt echt schon bald fast dieselbe Größe, wie wir hier haben, ne? Holy moly. Ich könnte natürlich einfach eine Wasserleitung hier drüber legen und eine Gasleitung rüber und Wasserleitungen zurück und sozusagen hin und her fahren. Dann wird der Atomreaktor von hier nach da bewegt und hier drüben entsteht nur eine riesige Wasserfabrik. Wäre auch eine geile Idee. Bagger hat keinen Kraftstoff. So, mein Freund, warum hast du keinen Kraftstoff? Na komm schon, danke. Alles gut. Kupfer stehen wir, wie es ausschaut, auch aktuell sehr stabil. Aber schau mal, was wir da Massen haben auch an Kupfer. Das ist halt die nächste Sache, ne? Es ist halt einfach viel Masse, die wir hier haben, ne? Viel, viel Masse. Gut, jetzt haben wir das. Das hier verkippt weiter. Die kriegen immer mehr von der Lieferung. Ja, wir haben jetzt nicht viel gemacht, die Folge, würde ich sagen. Es war halt viel ein bisschen so anpassen. Ich bin hier noch ein bisschen unzufrieden, ehrlich gesagt. Aber vielleicht wird es ja mit dem Schwefelhaushalt wieder, wenn die jetzt wieder hier produzieren können. Es kommt halt hier auch wenig raus. Ich bräuchte halt echt mehr Schwefel. Oder was gibt es noch für Aufträge? Handel. Verträge. Gibt es irgendwas mit Schlamm noch? Da kann ich Kohle für Quarz tauschen. Da kann ich Schlacke für saures Wasser. Schlacke für saures Wasser. Wäre natürlich auch was Feines. Und das saure Wasser wieder durchpumpen, um Schwefel zu erzeugen. Den Schwefel können wir wieder zurückbringen. Wäre eine Variante, ne? Und Schlacke kriegen wir die ganze Zeit, weil wir verbrennen die ganze Zeit Zeug. Gibt es sonst noch was Spannendes hier auf der Karte, was ich gerade sehe? Zement für Kohle, Gummi für Holz, Lebensmittel für Öl, Gold für Öl. Es sind jetzt nicht so viele Schiffsgröße. Modul 8. Da reden wir halt von 2600. Wenn wir jetzt vom 2-Modul reden, das könnte sich halt gut ausgehen und ich hätte ein Schlackeproblem weniger, ne? Aber wo waren wir in Schlackehaufen? Warte mal, wo war denn der wieder? Da ist mein Schlackeberg. Wir haben 1000 allein auf Lager. Und es läuft halt jede Sekunde nach. Rein theoretisch, wenn ich das hier wirklich runter an den Hafen bringe und das abfahren lasse. Also das ist eine dumme Idee, ich weiß. Aber so rein aus Interesse.
Ich sag, ich mache hier ein Zweierdepot hin. Darf ich hier hinbauen? Ich nehme dieses Zweierdepot für meine Schlacke hin und kriege dafür saures Wasser zurück. Das saure Wasser verarbeite ich zu Schwefel. Den Schwefel schicke ich zurück in die Produktion oder hier rein, um dann wieder Wasserstoff zu generieren. Kann ich Schlacke eigentlich produzieren, wenn ich, also absichtlich? Ich habe mich verschrieben gerade damit. Schlacke, da war mit CK gerade damit. Ich kriege halt in der ganzen Produktion, ich kann es abgraben natürlich. Nee, ich kann es also nur als, doch hier. Ich kann Schlacke produzieren mit Schwefel. Ich will ja den Schwefel. Ich kriege halt für alles, was ich mache, Schlacke raus. Aber das kann ich ja zu meinem Vorteil nutzen. Aber Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mich einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.